Entschuldigt die Unterbrechung, aber was ist du mit Dranor? Kommt er jetzt wieder frei? Wie? Ach, entschuldigt, ich bin's. Bei sowas sehe ich einfach rot. Aufgrund eigener Dummheit andere in den Kerker werfen lassen. Unfassbar! Rüdiger lässt sofort den zu Unrecht eingekerkerten Dranor frei und bringt ihn hierher. Jawohl, Frau Wachthauptfrau. Es tut mir wirklich leid für Dranor. Das alles ist mir sehr unangenehm. Rüdiger wird sicher gleich mit ihm zurückkommen. Frau Wachthauptfrau, der Gefangene Dranor, wie ihr befohlen habt. Ah, endlich wieder frische Luft. Oh, und er hat sein Zeug wieder, vor allem die Maske. Dranor, dank Benoir, Sohn des Durin, seid ihr wieder ein freier Mann. Eure Unschuld in dem Diebstahl wurde bewiesen. Ihr seid frei zu gehen. Bitte verzeiht den Irrtum, so wird nicht mehr vorkommen. Nun ja, ganz allein mein Verdienst ist es nicht. Wer Salina nicht gewesen wäre, hätte sich das Ganze womöglich nie aufgeklärt. Salina, sie ist in Ferdok und sie hat sich um meine Freiheit bemüht. Das ist ja wundervoll. Ja, dann gebührt natürlich auch ihr Dank an der Klärung des Vorgefallenen. Entschuldige nochmals dieses Missverständnis und bitte versucht nicht wieder über die Stadtmauer zu klettern. Schon gut, euch habe ich ke zu keiner Zeit mehr etwas vorgeworfen. Dieser Händler ist derjenige, dem ich das anlaste. Was das Klettern über die Stadtmauer angeht, so gelobe ich natürlich Besserung. Aber entschuldigt mich, Brenoir, wir sollten gehen. Gut, dann wartet in meinem Ferdoker Anwesen auf mich. Er ist direkt am Preisplatz gegenüber des Tempels. Ein Anwesen bei Fex, ihr seid in so kurzer Zeit an ein Haus am Piusplatz gekommen, unglaublich. Nun ja, die Umstände, unter denen ich das Haus übereignet bekommen habe, sind nicht nur erfreulich. Graf Grovin hat mir für meine Hilfe bei der Aufklärung der Morde überlassen. Es gehörte meinem Freund und Mentor Arno vom Eberstamm. Er war ebenfalls ein Opfer der Morde. Oh, ich trete in jedes Fettnäpfchen, Fex vergibt mir. Nun ja, dann findet ihr mich dort. Nochmals Dank für eure Hilfe, das werde ich euch nicht so schnell vergessen. So. Jetzt können wir Salina Bescheid geben. Das wäre die eine Sache. Wir könnten aber erst einmal wieder. Da geht's zum Piusplatz. Zum Hafen. Zur Zwergenstadt. Geht's von hier aus irgendwo auch nach Fuhrmannsheim? Nein. Das heißt, wir gehen jetzt erst auf den Piusplatz. Bin ich richtig hier? Ja, sieht richtig aus. Dann kommen wir nämlich direkt bei unserem Haus raus. Und bei der hoffentlich richtigen Schenke dieses Mal. So, Map. Ja, Silberkrug. Das war die Schenke hier. Ja, hier sind ein Haufen Städter. Aber mit ihm wollen wir reden. Willkommen im Silberkrug. Was kann ich für euch tun? Ich komme vom Handelshaus Neisberg. Ich habe gehört, ihr hättet Schwierigkeiten mit der Bierlieferung. Ja, ich warte hier schon den ganzen Tag auf diesen Taugenichts von einem Boten. Er sollte hier einen Bestellschein für das Haus Störebrand abholen. Aber der liegt wahrscheinlich noch in seinem Bett und träumt von Brathühnern, die ihm in den Mund fliegen. Ich kann eure Bestellung im Namen des Hauses Niceback aufnehmen und euch sogar 10% Rabatt anbieten. Auf Wunsch würde man euch das Bier auch liefern. Pa, ich bin es leid, auf diesen unzufälligen Störebrand zu warten. Hier nehmt den Bestellschein. Hauptsache, ich habe wieder einen vollen Bierkeller. Wenn der Hahn trocken ist, bekomme ich sonst nur Ärger mit den Gästen. Das Haus Niceback wird euch nicht enttäuschen. Erwartet eure Lieferung in Kürze. Gut, ich habe einen Bestellschein. Ja. Ihr solltet den Schein schnell zurückbringen, sonst platzt Vorarbeiter Barbeck noch der Kopf vor Aufregung. Der alte Tratan hat schon ungeduldig auf den Boten gewartet, aber anscheinend war
der Laufbursche der Störebahn ist nicht gerade zuverlässig. Es war somit ein leichtes, ihn zu überzeugen, den Bestellschein lieber an mich auszuhändigen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder an den Hafen. Salina können wir auch als letztes Bescheid geben. Ja. Der Hafen ist nämlich gleich hier. Vom Hafen nach Fuhrmannsheim und von Fuhrmannsheim zurück in die Grafenstadt. Also, wir kriegen noch eine Quest von ihm hier. Aber soweit ich mich erinnern kann, ist die Quest für eine Handvoll Dukaten eine Staffelungsquest. Heißt, immer wenn wir einen Schritt der Hauptstory abgeschlossen haben, können wir diese Quest auch weitermachen erst. Der Bestellschein. Da wird sich der alte Störebrand so richtig ärgern. Hier dein Lohn, den hast du dir redlich verdient. Wenn du wieder Arbeit brauchst, komm wieder. Hier gibt es immer was zu tun. Okay. Für eine Handvoll Dukaten und die Untersuchung am Hafen wurde aktualisiert. Ja. Jetzt hat Barbeck seinen Schein und siehe da, er ist auch gleich ein wenig ruhiger geworden. Ich sollte der Vogt ihm Bescheid geben, dass ich mich erfolgreich in eines der Handelshäuser einschleichen konnte. Ja, und im Augenblick gibt es keine Arbeit für mich. Ja, das heißt zwischendurch noch in die Grafenstadt. Was ist eigentlich mit dir? Du hast immer noch nichts Neues zu sagen. Das dauert wahrscheinlich noch eine Weile. Oder es liegt daran, dass wir nicht das Geld für dich haben. So, Priorsplatz. Da will ich nicht hin. Ich will nach Fuhrmannsheim erstmal. Ja, man kann auch direkt zu Ardus Anwesen reisen und von Ardus Anwesen auch weg. Das heißt, ich werde als letztes, bevor wir nach Moorbrück aufbrechen, zu Ardus Anwesen gehen. So, jetzt aber mal gucken, was es mit den Dieben hier auf sich hat. Ich sag's dir, das war eine Aktion letzte Nacht. Ja, genau. Gute Idee mit dem Goldschmied. Hab gut was gedacht. Psst, nicht so laut, Mann. Gehen wir in die Sau. Was trinken? Aber vorher verstecken wir die Beute. Die anderen in der Sau sind mir nicht geheuer. Hast recht. Da sollte man nicht mit zu viel Gold reingehen. Mann, nicht so laut. Gehen wir. Hey! Belauscht du uns etwa? Und wer es so wäre, ihr habt doch nichts zu verbergen, oder etwa doch? Nein, haben wir nicht. Und jetzt verschwindet endlich. Genau, zieh Leine. Also, in Schleichmodus gehen. Lass uns mal da oben nach einem Versteck sehen. Dann los! Hey du! Verfolgst du uns? Ich? Nein, wir haben uns doch denselben Weg. Dann halt gefälligst Abstand.
Mann, sind die misstrauisch. Gut, dann laufen wir denen mal hinterher. Aus der Stadt. Günstig und gut ist auch in die Sau. Das gut. Ja, Quest eine Medegabe wurde aktualisiert. Finde die Beute. Kann das mal verschwinden? Die Beute ist beim Wagen neben dem Brunnen im Fuhrmannsheim versteckt. Das werde ich mir besser mal aus der Nähe ansehen. Fische, Fische, Fische. Flusskarpfen, Anbarsche, Plötzen, alles was Schuppmat findet ihr hier. Folgt mir. Tretet näher. Frische Fische. Na los, Gladys. Zeig mal, was du kannst. Günstig und gut ist Strunklers gut. Fische, Fische, Fische. Ja. So, das... Darnadel hat's geklappt. Ups. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Jetzt muss ich sortieren. Also das kann rüber, das kann rüber. Das ist mein Schwert und mein Schild. Das sollte hier oben hin. Einbeersaft und Pulver, Waffenbalsam, Seife. So. Zum Glück war es nicht so viel. Aber hey, es war jede Menge Blattgold und Schmuck zum Verkaufen. So. Eine milde Gabe. Das Liebesgut habe ich an mich genommen. Da hat die milde Gabe an den Bettemersen auch noch etwas gebracht. Ja, vor allem das Blattgold. Ich habe die Beute gefunden. Ich konnte den beiden unauffällig folgen und warum weiß ich um ihr Geheimnis? Es sind Diebe, die ihre Beute aus letzter Nacht im Fuhrmannsheim versteckt haben. Na, mal gucken, wenn ich jetzt in die Sau gehe. Ja, du solltest eigentlich nicht mehr hier stehen. Können wir eigentlich noch da rein? Nein. Schade, das heißt, wir können nicht mehr gucken, was in dem letzten Ding drin ist. Weil da war ja am Anfang noch eine Gittertür, die wir nicht öffnen konnten, weil Gladys Kai nicht genug Schlösser knacken hatte. Du weißt auch reich, was ein richtiger E-Mail-Spieler ist, ja? Ihr kommt wie gerufen. Was ist denn los? Diese farben Kerl prügeln sich wegen einer Nichtigkeit. Ich will nicht schon wieder das Blut aufwischen. Wo es letzte gerade getrocknet ist. Könnt ihr noch nicht dazwischen gehen? Den nehme ich mir vor. Okay. Kneipenschlägerei wurde aktualisiert. Streithähne. Hey, das ist ein Gespräch unter Männern. Genau, nicht einmischen, Mann. Dies ist eine Taverne und kein Spielfeld. Prügeln könnt ihr euch draußen. Ach ja, und seit wann hast du hier was zu melden?
Einschüchtern vorgrillen. Wollt ihr beide jetzt wohl Ruhe geben oder soll ich euch eigenhändig rauswerfen?